Servus und willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute meinen Kangoo, den ich ausgebaut habe für zwei Personen. So, als allererstes starten wir mit dem Stauraum und da habe ich mir hinten, ihr kennt diese Campingboxen, selber gebaut mit einer Klappe. Das Ganze besteht einfach nur aus 10 mm Pappe und hier habe ich eine Klappe natürlich mit Winkeln gemacht, die dann beziehungsweise das Brett wird gehalten von einem Rollogurt, was ich natürlich hier verschraubt habe. Ja, ich habe das Ganze so gebaut, dass hier links und rechts große Euroboxen reinpassen und in der Mitte habe ich dann Platz für den Kocher, noch ein bisschen Kleinzeug, Gaskartuschen, Trinken und so weiter. Und wenn wir uns das Ganze jetzt von der Seite anschauen, habe ich diese Kiste einfach weitergeführt mit einem Brett, welches hier an diesen Tischbeinen gestützt wird. Ich kann die Tischbeine rauf und runter schrauben hier unten. So kann ich das ein bisschen ausgleichen, falls man schräg steht. Ist sehr sinnvoll, dass man halt nicht mit dem Kopf nach unten schläft. Dann habe ich hier hinten natürlich gleich noch unten drunter eine zweite Batterie, die mit Solar aufgeladen werden kann. Hier auf der anderen Seite verbaut habe ich halt dann die ganze Technik, also quasi den Solarwechselrichter. Und hier kann ich USB und 12 Volt anschließen. Und da gibt es solche kleinen, Zigarettenanzünder, die dann die Spannung und die Temperatur noch anzeigen. Müsste ich eh aufladen, weil er blinkt hier gerade orange. Das heißt, er möchte gern aufgeladen werden. Ja, die Batterie wird über eine kleine flexible 50 Watt Solarzelle aufgeladen. Ich habe mir hier 5 Meter Kabel gemacht, damit ich die Solarzelle immer da hinstellen kann, wo es gerade passt. Das heißt, ich könnte sie jetzt zum Beispiel auch in den Baum stellen und von mir weg, um sie vielleicht einfach besser ausrichten zu können. Kommen wir zum Bettgestell. Das Bettgestell hat zwei verschiedene Funktionen. Ich kann einmal es wie eine Art Couch aufbauen oder komplett zum Schlafen. Ich zeige euch erstmal die Variante Couch. Da wird dann einfach dieses Brett hochgeklappt und die Sitze bleiben einfach so, wie sie sind. Somit hat man hier natürlich dann eine, ich sag mal, was sind das, 1,20 Meter und hier hat man eine Rücklehne. Und da kann man dann einfach die Klappmatratze entsprechend positionieren. So sieht das Ganze dann aus. Man kann natürlich auch zwei nebeneinander machen, brauche ich aber jetzt nicht aufbauen, ich bin ja alleine. Und von der Seite sieht das so aus. Man kann sich hier gemütlich anlehnen, kann hier gemütlich sitzen, eventuell was essen, trinken und dann halt, wenn man eine schöne Aussicht hat, die Aussicht genießen. Ja, wenn man dann schlafen will, dann tut man die Sitze nach vorne schieben und leicht nach vorne klappen, sodass dieses Brett eben hier aufliegt. Und dann kann ich mich wunderbar reinlegen und habe 1,80 Meter bis 1,85 Meter Schlaffläche. Ja, dann kann man natürlich hier drin liegen, Kissendecke, wie man will. Und einfach Vorhänge zuziehen, die habe ich bei meinem letzten Ausbau so drin lassen, die haben gepasst. Hier oben kann man natürlich auch wieder zumachen. Und von hier unten kann ich mir natürlich mein USB-Kabel dann einfach hier hochziehen, um mein Handy aufladen oder andere Sachen. Von der gesamten Schlaffläche her hat man dann in der Breite quasi 1,20 Meter bis 1,30 Meter und nach hinten 1,80 Meter bis 1,85 Meter. Was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, dieses Gestell hier dient gleichzeitig als Kochfläche und Essfläche, da kann man nämlich abstellen, ist abwischbar, habe ich natürlich lackiert. Man könnte sich dann hier hinten einfach mit Campingstühlen oder Klappstühlen hinhocken und hat gleichzeitig auch noch einen Tisch. So, das war's schon wieder mit meinem Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach einen Kommentar und schaut euch gern auch meinen allerersten Ausbau an vom letzten Jahr für eine Person. In dem Sinne sage ich Ciao und Peace.